Hallo und willkommen zu einer seit 10 Monaten verschollener Reihenfolge, wie man es auch nennen möchte. Blocksburg, ja, klar, ne? Hat sich einiges verändert, wenn man mal den zweiten Part anguckt. Und ich habe ihn mir vor ein paar Sekunden angeguckt und die Stimme, Alter. Junge, da habe ich mir beinahe ins Bett gekotzt, ey. Vor allem im ersten Part, die müsst ihr euch mal reinziehen. Kannst du vergleichen mit, wenn du im Topfkoch reinkotzt, ey. Und dann da drin rumplapperst. Ja gut, ne? Ja, was will der da? Ja gut, ersten Kunden oder was? Ich habe ein Hotel gebaut, ist noch nicht ganz fertig. Gamerboy GG GG 111, ja klar, ne? Ich zeig euch mal das wundervolle Gebäude. Ja, ist halt unten billig, ne? Deutschland. Es macht schon wieder keinen Sinn, aber auch egal. Gut. Bisschen Robux verpfeifert. Für das Game, sieht man ja, ne? Hier ist ja Weihnachten erst gewesen. Und hier hätten wir privat. Warte, gibt's hier auch Licht? Ich meine, ich hätte sowas wie Licht gehabt. Ah, da. Ja. Das ist praktisch hier die Anmeldeplane. Ihr wisst schon. Der übliche Zeug. Und hier ein bisschen Boxen. Zum Boxen. Hier ist mein privater Raum. Ja, sieht jetzt nicht cool aus, ne? Wer hätte was anderes erwartet? So, Licht ausmachen. Wir wollen ja Geld sparen. Achso, ja, man muss jetzt auch dies nicht spielen. Man muss jetzt auch Rechnungen bezahlen. Ich glaube, täglich oder so. Oh Gott. Gott sei Dank ist er nicht mehr da. Wir haben hier die Küche. Kann man sogar rausgucken. Wir hatten, also ich und Alex hatten vor einer Weile schon mal ein Part aufgenommen, aber irgendwie hat mein Mikrofon rumgesponnen und er war da auf 100 Lautstärke. Entweder ich hätte so leise gemacht, dass man den Ton vom Spiel oder und von Alex nicht mehr hört, oder halt, dass man die hört, aber mich dann total übersteuert. Und naja, da standen wir beide hier so vor und haben ein Video gestartet, ne? Wie man es halt kennt. So, ne? Ja. Hier hätten wir das Café. Essenbereich. Und glaub mir, ich hatte noch nie einen Kunden. Hier hätten wir ein Classic Billigzimmer. Ich habe noch 8000 zurzeit. So sehen ja alle Zimmer aus. Wir sind die Türen hier überall auf. So. Das wäre dann hier halt das Billigbereich Zeug. Die Fahrstuhl gibt's. Gehen wir mal erstmal in Flur 2. Hier hätten wir ein Mediumzimmer. So nenne ich es. Ah, der hat aber auch eine coole Villa. Wie sollte da Haufen abgestorbener Bäume? Naja, muss ja keinen Sinn machen. Hier hätten wir einen. Ne. Wer kennt's nicht? Ja, hier, ne. Wieso? Lichter. So halt. Die Dusche ist die gleiche, glaube ich, unten. Ne, das ist eine billigere, aber die Toilette ist die gleiche, glaube ich. Und. Also drei Zimmer gibt es bereits davon. Wow, jetzt klemme ich in der Tür. Hier hinten ist noch nichts. Das ist der Ruhebereich. Irgendwie mag ich dieses Lied. Vor allem diese Handbewegung, wie man sie einfach jedes Mal das Gelenk ausrenkt oder so. Dip. Go to Flur 3. Ja, dritte Etage. Nichts. Dann gehen wir. Ich meine, die Wände habe ich lackiert.
Vor allem lackiert. So, fahren wir mal wieder nach ganz unten. Hygiene, alles gut. Ja, fand ich so. Pizza Breaker haben herausgefunden, dass das einer der besten und schnellsten Jobs zum Geld verdienen ist. Skills. Och, was habe ich denn hier? Das heißt, ihr Besuch. Wie viel ist mein Fahrer? 187k. Ah, hier halt Motorrad und. Es hätten die hier draußen gewartet, haben sie wahrscheinlich auch. So. Wie ging nochmal die Hupe? Ach ja. Meine Lieblingshupe auf jeden Fall. Wer kennt sie nicht? Blub, 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 blub. Mit dem Diesel V8 Motor, ey. Kann ich ja mal zeigen. Wir haben ein Video, ich und Alex haben mal ein Video zusammen geguckt, da war jemand Level 60 ungefähr und der hat pro Dingens 100 kassiert. Ich 35, also praktisch mit drei Pizzen habe ich ungefähr 100. Und dann gibt es ja noch diesen Trick, dass man immer so ja, wenn man dann auch Englisch kann, würde man auch treffen. Also keine Ahnung, ich lese mir es nicht durch, ich tippe einfach, ne? Und dann, ja, muss man gucken. Wieso immer die gleiche Kacke, ey? Ey, ich verstehe das nicht. Ist da irgend so ein bescheuerter Typ und sagt so, ja, in der Kiste kommen drei Sachen rein, in der kommen vier Sachen rein oder was? Das macht doch gar keinen Sinn. Dann wird man ja voll abgefuckt beim Kauf. Muss der praktisch eine Wiege mitnehmen, dass du weißt, wie viel drin ist. Das ist doch nicht aussehen, ey, das. Naja, ist ja noch eine Beta. Mal gucken, ob es vielleicht später mal einen zweiten Teil gibt. Wer weiß, wer weiß. Ja, 2018 hat angeschlagen. Achso, ja, und allen frohes Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Hä, was mach ich denn hier? Und die letzten beiden Videos. BMG Drive. Mache ich vielleicht noch mal einen Teil. Und dann werde ich mal gucken, dass ich das vielleicht mal, dass man hier zum Beispiel unten diese Kacke da nicht sieht, wo ich das ausschalte und sowas und vielleicht ein bisschen besser mache. Weil ich finde, das Spiel macht halt einfach irgendwie, keine Ahnung, es ist so ein, wenn man zum Beispiel jetzt auch, ich habe ja zwei Bildschirme, wenn man zum Beispiel jetzt rechts so Russia Car Crash guckt und dann einfach daneben das gleiche praktisch nachspielen kann. Das ist einfach irgendwie, macht total Spaß. Keine Ahnung, ob es nur manchen so geht oder ob es eigentlich allen so Spaß machen würde. Okay, wer liebt es nicht schon, wenn man sich irgendwie tot fährt? Macht man ja in fast allen Spielen jetzt so. Wer fährt sich schon nicht tot? Das Schlimmste ist ja, meistens wird man ja tot gefahren. In Classic-Spielen natürlich. So. 1500. Geht relativ schnell. Ich habe nämlich im ersten Video, ich weiß jetzt nicht den Namen von der Person, mache ich vielleicht, schreibe ich mal rein hier, ne, im Video. Der hatte vor 10 Monaten mal geschrieben, noch ein Part oder das ähnliche. Und beim zweiten Part hat er dann gefragt nach Umsi-Video. Kam ja, glaube ich, dann auch. Aber Umsi wird wahrscheinlich auch mal bald wieder kommen. Zum Beispiel habe ich jetzt das Straßenbahn-DLC. Na? Oh, noch näher ran. So, machen wir die Kiste hier noch alle. Ja, ging ja schnell. So, mal glatte fast 2000 Dollar verdient. Jetzt haben wir wieder 10.000. Was machen die denn hier mal? Radiopass. Ach ja. Ich habe mir einige Pässe gekauft. Einfach mal richtig, ja. Pässe. Ist das der Verdopplung? Ah, jetzt laden die Texturen auch mal. Schön.
Hobbygärtner, tote Bäume, ja klar. Und falls, ne, falls ihr auch so ein geiles Hotel baut, vielleicht solltet ihr auch richtig abmessen, wie groß ein so ein Teil sein sollte, so ein Platz. Also ich habe hier, also ich glaube, hier passt kein Auto rein, da bleibt man gerade zu klemmen. Hier passt eins rein, hier passt eins rein. Also viel Spaß beim Einparken auf jeden Fall. Also ja, ich wollte noch mal kurz danach gucken. Enter Void Mode. Mode. Ob es neue Sachen gibt. All. Blöp, 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 blöp. Hier. Ach so, es gibt so welche Bäume extra. Ja, okay, dann kann ich auch die Gärtner verstehen. Ich glaube, ich klatsche mir auch so einen Baum hin. So. Dekoration nochmal alles nachgucken. Meistens ist es hier unten. Door-Auto, ja. Ich verstehe nicht, wieso. Wie kann man sowas kaufen? Okay, im teuersten Gebäude, was man so fertig kaufen kann, ist ja das schon dabei, aber trotzdem. Ich würde es gleich verkaufen. Ah, der? Ist der neu? Ja klar, klatsche ich mir erstmal hin. Okay, kann man damit vielleicht den kompletten Strom des Gebäudes abschalten? Ey, das wäre geil. Das wäre ja mal was richtig Cooles. Small. Also, ne? Das ist ja auch kaufbar. Und das hier auch. Dann kannst du praktisch alles in anderen Sachen. Ja. Wenn es dann auch jetzt zum Beispiel nochmal deaktiviert, kann man auch kaufen. Verstehe ich nicht den Preis, 250 Robux für praktisch ineinander stellen. Aber man kann auch Cooles daraus machen, wenn man zum Beispiel hier so Kabel und das da durchführt, das was sonst ja nicht geht, geht jetzt auf einmal. Also so sieht es nochmal praktisch von oben aus. Die Zimmer sind fast komplett, also die sind genau gleich. Das ist ein bisschen anders. Dritte Etage noch nichts und in der ersten hier halt Haufen Billigzimmer. Und er sagt gleich so, wieso so viele Zimmer? Du kriegst doch nicht mal einen Gast rein. Kann ich auch ehrlich gesagt jetzt verstehen, wieso er es gesagt hat. Naja, wo er recht hat, hat er recht. Ja, ich glaube, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat der. Ah ja, ist für eine Kacke noch, ey. Junge, Junge. Wozu haben? Ja, geil. Hier mal so schön eine fette Box reinknallen. Ich weiß nicht, wozu ich mir das damals. Okay, wozu brauche ich das Spiel? Mindestens. Ja, okay, man könnte das hier draußen so cool hinstellen. Ich glaube, ich stelle das mal hier so. Genau am Rand so. So. Dann lackieren wir die noch um. Was für ein Licht? Rot, ist ja festlich. Und das machen wir dann weiß. Das äußere Weiß bitte. Vor allem, ich finde ja, ja klar, ich finde ja ein bisschen schrecklich, wie eng diese Dinger zusammen gemacht wurden. Man muss immer mit berechnen, dass, keine Ahnung, man muss immer weiter nach rechts gehen als eigentlich. Dann haben wir hier unsere Schönheitsbeleuchtung. Ja gut, das war's dann vom Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Morgen, übermorgen. Kommt drauf an, wann es rauskommt. Entweder heute noch. Oder morgen. Info 23.55 Uhr. Wahrscheinlich eher morgen. Oder, naja, ich knall's heute noch raus. Wir sehen uns dann das. Habe ich, wie oft habe ich das gesagt? Zweimal. Wir sehen uns das nächste Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Was für eine Stimme. Tschüss.